So, dann machen wir nochmal eine Runde. Sieht Und wirklich zwar so aus. nochmal das Bleasdale Farmhaus, was wir eben schon hatten. Diesmal wieder auf fortgeschritten. Ich glaube, hatten wir eben auch. Und wir starten mal rein. Leider bin ich letztes Mal gestorben. Dementsprechend konnte ich nicht ganz so viel Zeug beisteuern. Oh, das ging aber Oh schnell Gott. jetzt. Cool. Dann wäre ich schon da. Hi. Und wer wäre disconnect? Oh, bitte nicht. Yay, ich bin mal nicht die Letzte. Alle außer Werber so, wow, voll schnell. Der so. Naja. Naja, er hat neu gestartet. Bei uns ist schon geladen, bei ihm noch nicht. Ja, wir waren ja gerade erst hier. Quasi. Die Zuschauer gestern, für uns gerade eben erst. Dementsprechend braucht er wohl nichts laden mehr. Nur beim Werber. Hören wir gleich mal auf den Radio-Dude, der hier mal erzählt und so. Ja, also keiner sagt was. Erstmal Radio-Dude. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence. Ach, das and it sagt looks der like immer. they left in a hurry. Nee, das eben sagt gerade. Violence. Immer. Ja, nee, gerade. Als ich disconnect bin und Mary ziemlich schnell weggefrühstückt wurde, meinte er, ja ruhig, müssen Licht wackeln. Ja, habe ich gemerkt. John Wilson. Entschuldigung, das war seiner. John Wilson. Oh, sogar Ja. Grund wieder Gruppen und alleine. Mensch, cool. Wilson. Wo hat was los? Ein Ja, dann Tough schauen wir One. noch Let's mal, go. was ein Tough One macht. Ey, John, ich hab gehört, du bist voll tough. Ey, komm mal raus hier. John, George. Hat jemand eine Fotokamera dabei von euch? Ja, ich hab eine. Also nur Not. Haben wir nur eine? Ja, dann haben wir nur eine. Wow. Also Not, mach vernünftige Fotos. Oh Gott, dieser Druck. Wow. Nehme ich noch was mit kurz? Hier. Yeah. Why not? Whippity, whip, whip. Hallo? Die haben komische rechteckige Gläser hier, das ist sehr verdächtig. Alter, ich komme jetzt mit dem Parabolmikro, jetzt geht's rum. Knochen in der Waschküche. Du musst so machen, Foto. Wir haben nur eine Foto. Ort. Nur eine Foto. Welche Waschküche meinst du? Ich lasse das Licht an dem ersten Stock. Okay, ich komme. Hat einer von euch was gedroppt? Kannst du mich hören? Nein. Hallo? Ich rede mit dem Geist. Warte, hier. 1,5. Kannst du mich hören? Was war das? Jetzt was umgefallen. Oh. Also mein Parabolmikrofon hat in der Küche unten. Also hier fliegen Sachen durch die Gegend, glaube ich. Im Raum mit der Puppe lasse ich auch wieder Licht an und Tür offen. Kannst du mich hören? Bist du da? Werber, wo war der Kochen? Der Knochen? Beides erster Stock. Hallo, Geist? Oh, im ersten Stock. Redest du mit mir? In die beiden Räume, wo Licht brennt. Hier brennt überall. In der Waschküche und im Schlafzimmer. Bist du da? Hallo? Parabolmikrofon Lieber meint, Geist, etwas hallo! Unten in der Küche gehört zu haben. Deswegen stelle ich dir jetzt mal ein paar Hörst du Sachen ein. mich? Kannst du mich hören? Bist du da? Hallo? Noch ein Schritt in der Küche. Was war hier noch hier oben außer dem Knochen? Ich glaube, da wo vorher die Voodoo-Puppe war, war wieder an. Hallo, kannst du mich hören? Ach, tatsächlich, die liegt einfach immer. Cool. Bist du da? Hallo? Hallo, hörst du mich? Bist du Ja, hier? und ein Licht hat geflackert, ganz kurz. Auch in der Taschenlampe. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Oh. Accursed Kannst du mich hören? Bist du da? Kann man wer mit dem Thermometer unten die Küche abchecken?
Da war ich gerade, da war nix. Echt? Kannst du mich hören? Hallo? Okay. Hallo, Geist? Also jemand hat mit einem Thermometer einen Raum unter 10 Grad Celsius gefunden. Na toll. Okay. Wer war's? Ich nicht. Ich eigentlich auch nicht. Kannst du mich hören? Hallo? Ich habe immer um die 13, 14, 15 habe ich gehört. Geist, hörst du mich? Hallo? Also Gespräche scheint da nicht zu sein. Ich versuche schon die ganze Zeit mit der Geisterbox, aber ich kriege keine Antwort. Optimal. In der Küche schon mal probiert? Kannst du mich hören? Hallo? Bist du hier? In der Küche wird... Ich glaube, ich hatte... Hatte ich da Rauch? Ich komme nochmal. Ah, hier ist ein Schemen. Oh, was ist das? Ja, eine Gefriertemperatur in der Küche. Echt? Kannst du mich hören, Geist? 14 Grad zeigt er mir. Keine Gefriertemperatur. Auf 14. Hörst jetzt du mich, Geist? Von 14 auf minus 11. Okay, Gefriertemperatur. Ich habe schlechte Erinnerungen an diesen Ort. Definitiv Geist, Gefriertemperatur in der Küche. Redest du mit mir? Ah, hat geredet. Ja, Antwort. Er hat mir geantwortet. Okay, Gefriertemperatur im Box haben wir schon mal. Rückzug. Also Gespenst, Mare oder Dämon. Also Geisterorb, Fingerabdrücke, Sensor, sorry. Oh. Ah, ich wollte schon motiviert alles eintragen. Noch was mit? Nö. Ja, komm, dann gehen wir auch raus, Mary. Ja, ich bin out of Zeug. Ich habe nur noch meine Taschenlampe mit. Okay, dann scheint das also die Küche zu sein. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Optionen, die wir noch haben. Buch, Orb oder Fingerabdrücke. Muss mal die Küche ein bisschen auskleiden mit Kameras für den Orb. Vielleicht noch mal eine Kamera, die in die andere Richtung guckt. Mindestens zwei, ja. Energy, Sanity sieht noch gut aus. Oder die Kopfkamera. Was bucht das Bild? Ja, wir können natürlich einen mit der Kopfkamera reinschicken. Wer hat denn die auf dem Kopf? Hat keiner mit? Das war meine, die einzige. Und die ist weg. Die ist tot. No Kopfkamera für uns. Was haben wir jetzt noch für Wahl, außer Orb? Außer, ja. Orb. Fingerabdrücke. Oh, da steht da immer eine Kamera! Oh mein Gott! Oh Gott, sah der gruselig aus! Fuck! Schön mit der Axt, ja. Alter! Alter, Fick! Keule, ich bin gerade durch die Tür gegangen, hat er, glaube ich, die Tür zugemacht. Dann habe ich ihm im Gesicht gehabt, dann ist er wieder aufgesprungen. Der war gerade in der Küche. Wir haben ihn auf der Kamera gesehen. Alter! Der Orb fällt definitiv aus, weil man den richtig auf der Kamera sehen kann. Kein Orb. Was haben wir denn noch? Alter, er hat mir gerade die Tür vor die Nase geknallt. Hab ich mich erschreckt. Fingerabdrücke hatten wir noch, ne? Ja, ich hab nur vor, dass du noch da liegen. Ich brauch ein Salz und Kruzifix, so für alle Fälle. Sehr gut. Ich hab in der Küche auch schon ein Kruzifix liegen. Ich darf da jetzt mal schnell wieder. Er hat ins Buch geschrieben? Ja, dann haben wir alles. Er hat ins Buch geschrieben. Er hat eine Fotokamera? Ja, warte, ich komme. Okay. Ist aber ein Dämon. Oh, und toll. Bei 0 gerade, also alles wird chill. Na dann. Ein Dämon. Das ist übrigens ein netter Dämon, er hat Die 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 reingeschrieben. Leave or Die, Entschuldigung. Zumindest was anderes als Die Die Die. Ja, wir dürfen noch gehen. Wo ist das Buch? Esstisch. Ich höre mal auf ihn und gehe, ne? Ihr macht das. Ach ja, wär schon jetzt erst raus. Ich hole noch mehr Salz. Ich mache alles voll mit Salz. Was, warum? Warum nicht? Kann. Okay. Kommen so die Kunden wieder, deren Haus das ist. Warum ist hier überall Salz? Würdest du da wieder rein wollen, wenn da ein Dämon haust? Oder gehaust hat? Also, brauche ich noch ein Foto von dreckigem Wasser und ein Foto vom Geist.
Hab noch kein Wasser gehört. Ja nicht immer. Moment mal, warum Dämon? Wir haben doch Fingerabdruck ist falsch. Was? Der rutscht gerade voll was über den Boden. Box, bitte. Temperaturen und Buch. Eine Kugel, yay. Oh, ist weggerollt. Ja, also Dämon habe ich eingeloggt. Oh, hab ich auch. Ja, Waschbecken brauchen wir noch. Oh, Foto vom Geist. Voll Action in der Kitchen. Kitchen Action. Ja, ich hab noch über 50. Aber wir haben halt nur eine Kamera, das ist blöd gerade. Da hätten wir drauf achten müssen. Wir haben eine Fotokamera, das stimmt. Fotokamera meine ich, ja. Ja, dann zählen ja leider nicht. Da hätten wir ihn ja schon drauf gehabt. Da sind mein Licht und ich vor Trauer geradezu ge... Da rollt eine Dose. Da Richtung Tisch. Agro-Dämon. Toll. Wie viele Fotos hat die Not noch? Zwei, glaube ich. Ich habe noch zwei Fotos. Ja. Mensch, zwei Fotos für zwei Aufgaben. Los, Not, let's go. Ich bin knapp bei 50. Ich habe noch... Haben wir schon ein Uja-Brett gefunden? Nee. Hab ich nicht gesehen. Stimmt, das müsste ja eigentlich auch da sein. Na, eine Runde Pillen und nochmal rein. Ach komm, wir gehen nochmal eine Runde. Gönnung, Smarties. Gemeinsame Smarties gönnen, ja. Geil, rein geht's. So, ich hab gehört, ihr opfert euch, damit ich schönes Foto machen kann vom Geist, ja? Ich bin schon ein paar Mal gestorben heute. Einmal. Kein Problem. Cool. Wie wär's mit dem Bärbär? So bei 3. 1, 2, 3. Warum ich? Ah, weil du sonst aber disconnectest, musst jetzt mal sterben, genau. Ich bin letztes Mal schon gestorben. Lass den Arm auch mal wieder ein bisschen XP mitnehmen. Wollen wir mal oben in der Badewanne gucken? Da war letztes Mal das Uja-Brot. Badewanne, ja, stimmt. Einmal lag's auch schon im Schlafzimmer, hinter dem Raumteiler. Sorry. Ja, ich guck mir jetzt einfach die obere Etage an. Ich hab zwar so viel Zeug mitgenommen, aber passt schon. Meine Kerze! Weiche von mir! Oh, hier ist das Uja-Board, ich nehm's damit runter. Wo hast du's gefunden? Ja, nice! Ich kann aber nur noch zwei Fotos machen. Das war hinter diesem Trending. Ah, okay, da habe ich es auch schon mal gefunden. Ja, geil. Kleine Geisterbeschwörung. Hast du noch einen Kruzifix? Ja, komm her, dann machen wir eine kleine Runde, oder? Warte, ich denke. Ist er mich oder hier? Juhu! Fragt am besten, wo er ist. Das müsst ihr immer beantworten. Ja. Nächstes Kruzifix auf dem Boden. Oh, bis. Okay. Ich weiß, was er sagen will. Dinner oder so. Dinner Room. Chicken, Winner, Chicken Dinner. Dini. Sag schon, das ist eigentlich ein billiges Uja-Brett, weil das hat nicht mal Yes und No in den Ecken oben. Eben doch immer Dining. Yes und No. Ach so. Ach, Dining Room sagt er gerade. Okay. So, nebenan. Esszimmer. Jetzt auch kürzer sagen können. Noch einen Moment. Was kann man das noch fertig. Fragen? Danke, lieber Dämon. Jo, danke fürs Antworten. Bist du freundlich? Oh, ein Cent im Arsch. Bist du freundlich? Also ich habe bis jetzt nur gesehen, dass er auf bist du diese nett? Frage geantwortet hat. Warum hast du noch offen? Ich glaube, es ist alles gut. Ich höre... Der kommt durch die Tür! Schreiter. Der kam durch die Tür. Geh nach Hause. See ya. Tschüss, ich gehe. Der ist durch die Tür gegangen. Ich hab's nicht gesehen, ich konnte kein Foto machen. Er ist gegen die Tür gegangen, oder? Nee, ist bei mir durchgekommen. Ich hab ihn auch gesehen, wie er durch die Tür gegangen ist. Ja, ich hab ihn auch gesehen, aber er hat nur den Kopf so halb durch die Wand. Ich glaube, er hat in der Tür festgesteckt. Er ist hinten raus. Bist du draußen? Oh, er ist hinten raus, ne? Ich bin draußen. Okay, wir gehen nach Hause, oder? Soll ich noch ein Foto vom Uja-Brett schnell machen?
Dann haben wir das wenigstens gedacht. Ja, probier's. Mal gucken, ob es zählt, wenn man schon mal aufgehoben hat. Wir sind doch da. Helfen. Wenn du die falsche Frage gestellt hast, könnte deine Sanity vielleicht auf Null sein. Hat meine Kerze ausgemacht, deswegen ist er rausgekommen. Das war perfekt. Oh Gott, er hat die Tür zugemacht. Oh Gott. Geil. Ja. Ach komm. Ich wünschte, man könnte von hier aus das Foto machen. Ich würde ihn gerne nochmal sehen. Ich stehe am Fenster und versuche ihn zu sehen. Achso, es geht wahrscheinlich nicht, ne? Hallo! Ich stehe am Fenster und beobachte. Ah, hat aufgehört. Schön am Foto. Ja. Das Mikrobot darf man wahrscheinlich auch nicht aufheben, man muss es erst fotografieren. Wahrscheinlich, ja. Dann hat er vergessen, dass das, dass der Funker nicht geht. Na dann. Guck mal, Mary. Ja. Du hast doch nichts mitgenommen, ne? Doch. Doch, habe ich. Denn? Zeug. Alles, was ich noch hatte und was ich noch reinschmeißen durfte. Oh, 60. Was denn? Also, sonst hätte ich gesagt, können wir das ja mal ausprobieren mit einer steht draußen beim Fahren. Ach so. Ich habe halt auch so viel. Ach komm, ich habe heute eh schon so viel verloren. Oh. Passt schon. Ich opfere mich für YouTube. Alle Dämon eingepackt? Ja. Habt ihr alle den Dämon eingepackt? Ich hab einen mitgenommen. Taschendämon. To go. Ich nehm den mit nach Hause. Winke. Das geht nicht. Ah, ich muss rein. Okay. Ich kann nicht mehr auf die Ladefläche springen. Oh, es war ein Dämon. Hey. Da. Loda. Hat sich voll gelohnt. Sich da mit einem Dämon anzulegen, auf jeden Fall. Wir hätten uns fast noch erwischt. Ich dachte schon, Not wäre noch drin. Ich hab echt gedacht, er hat Nein, einen erwischt. Nein, das war ganz hab knapp hinter gedacht. Uns. Ich dachte echt, er hat einen erwischt. Werbe habe ich gesehen, aber Not dachte, ist hinter uns, die hat's erwischt. Die stabilsten Dosen ever. Na, schade, hab nur Schwarzfotos. Von der letzten Runde. Aber ich hab ihn gesehen. Ich hab halt leider keine Kamera dabei gehabt. Er ist durch die Tür gedackelt. Aber ohne Lichterblinken und alles, ne? Ich hab nur Schritte gehört. Na, und die Türen zu. Ich denke mal, er hat es einfach nur kurz gezeigt, aber nicht irgendwie gejagt. Das hat er nachher gemacht. Wir hatten auch noch einen Kruzifix drüben. Vielleicht hat er ihn auch einfach wieder geblockiert. Auch gut, ja. Auch kann möglich. Kann auch sein, ja. Aber dann wissen wir jetzt auch, das Kruzifix im Esszimmer hat ihn, im Wohnzimmer hat ihn nicht aufgehalten. Wissen wir ja nicht. Ist ja noch ein östlichen Wohnzimmer, das kann auch sein. So, wer ist der Babbo? Ich nicht. Achso, ich muss natürlich erstmal die Folge beenden. Also, haben wir erfolgreichen Dämonen gejagt, mit dem Ouija-Brett gespielt, eine Antwort bekommen. Und leider habe ich keine Ahnung, welche Frage noch beantwortet wird. Bei der weiß ich's. Das habe ich jetzt schon gesehen und selber getestet. Ich google das jetzt mal. Aber ich weiß leider nicht, worauf er noch reagieren würde. Aber gut, mal sehen, ob wir beim nächsten Mal mehr wissen und mehr herausfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.